Viel zu lachen haben Kabarettisten gerade nicht. Kaum Auftritte, kein Publikum. Das ist aber noch lange kein Grund, nichts zu tun. Humorspektakel heißt ein exklusives Oster-Online-Angebot von über 20 Künstlern aus Franken. Und das wird jetzt gerade in Nürnberg aufgezeichnet. Und einer meiner lustigsten Kollegen, Tobias Burkhardt, hat sich da reingeschlichen. Tobi, konntest du schon lachen? Vielen Dank, Tobi. Uns hat es schon allen sehr viel Spaß gemacht. Und ich wette, bei unserem nächsten Thema, da müssen Sie auch zumindest grinsen. Es geht nämlich um solche Hängebauchschweine hier. Milli und Vanilli heißen zwei davon. Monatelang waren die im Tierheim und jetzt sind sie vermittelt worden zu einer ganz tollen Familie nach Herrieden.